Hallo und herzlich willkommen zur Videoreihe des Hoffnungsbarometers. Heute möchte ich darüber berichten, welches die wichtigsten persönlichen Hoffnungen der Menschen sind. Was erhoffen sich die Menschen und welche Wünsche werden besonders von einem Gefühl der Hoffnung und der Zuversicht getragen? Über die letzten 10 Jahre sind die 3 wichtigsten Hoffnungen, also das, was den Menschen im Leben besonders am Herzen liegt, die persönliche Gesundheit, eine glückliche Ehe, Familie oder Partnerschaft und ein Gefühl der Harmonie im Leben. Dem folgen 3 weitere wichtige Bereiche, und zwar der Wunsch nach guten und vertrauensvollen Beziehungen zu anderen Menschen, nach persönlicher Unabhängigkeit und Selbstbestimmung sowie nach einer sinnvollen und erfüllenden Aufgabe im Leben. Diese Hoffnungen sind für die meisten Menschen viel wichtiger als mehr Geld, Erfolg und Karriere oder auch Sex und romantische Erlebnisse, was aber nicht bedeutet, dass diese letzten Bereiche völlig unwichtig seien. Persönliche Hoffnungen geben uns Auskunft über die Werte und Wünsche der Menschen. Sie sagen aber nichts darüber aus, wie hoffnungsvoll oder zuversichtlich die Menschen in ihrem Leben sind. Besonders interessant ist daher der Zusammenhang dieser persönlichen Hoffnungen und Wünsche mit dem tieferen Gefühl der Hoffnung und der Zuversicht im Leben. Die Grafik zeigt uns Folgendes. Am hoffnungsvollsten sind Menschen, die den inneren Wunsch haben, anderen Menschen helfen zu können, sich nach einer sinnvollen und erfüllenden Aufgabe sehnen oder denen gute Beziehungen zu anderen Menschen sowie eine glückliche Familie, Ehe oder Partnerschaft besonders am Herzen liegen. Immer noch hochsignifikant in Bezug auf Hoffnung und Zuversicht sind die Wünsche nach persönlicher Gesundheit, Harmonie im Leben sowie auch persönliche Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Kaum oder gar nicht signifikant in Bezug auf Hoffnung und Zuversicht sind die Wünsche nach Erfolg und Karriere, Sex und romantische Beziehungen, nach Sicherheit sowie nach mehr Geld. Was sagen uns diese Ergebnisse? Es gibt Aspekte und Bereiche im Leben, die uns besonders wichtig sind und die uns besonders hoffnungsvoll stimmen. Diese sind vor allem mit guten sozialen Beziehungen und mit positiven Emotionen verbunden. Die Gesundheit ist für die meisten von uns das höchste Gut. Besonders in hektischen und stressvollen Zeiten sehnen wir uns nach innerer Harmonie sowie nach harmonischen menschlichen Beziehungen. Gleichzeitig wollen wir uns nicht von äußeren Zwängen bestimmen lassen, sondern wollen unser Leben selbstständig und kompetent gestalten. Dies aber nicht im Sinne eines reinen Egoismus, sondern besonders relevant erscheint der Wunsch nach einer sinnvollen und erfüllenden Aufgabe, insbesondere wenn damit anderen Menschen geholfen werden kann. Diese Erkenntnisse helfen uns zu entscheiden, was uns im Leben besonders wichtig ist und welche Prioritäten wir in unserem Leben setzen wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video des Hoffnungsbarometers. Wir freuen uns darauf.